So, ich muss das Ding nochmal benennen. Da muss ich immer einen Titel angeben bei meiner Aufnahme hier. Liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, mal wieder Samstag, heute der 20.08.2022. Wie immer Samstalk oder Verantwortungstreff oder Verantwortungstalk. Und ich habe es ja jetzt einige Zeit schon gemacht mit den Telegram-Chats hier in der Gruppe Schenker-Chat radikal offen. Heute sind wir technisch ganz besonders ausführlich ausgestattet wieder. Der gute Dylan ist wieder mit dabei, auch mit seiner Aufnahmeanlage. Und ihr wisst ja, Sinn des Verantwortungstreffs ist insgesamt einmal die Woche, das können wir natürlich auch öfter machen, ne, aber einmal die Woche auftauchen aus dem Strom des Lebens und die große Verantwortungsfrage stellen. Ist das eigentlich alles verantwortlich, was ich mache, wie ich lebe und so weiter? Die Technik, oder ich sage gleich dazu, für Inhalt und Technik könnt ihr genaueres lesen in einem Forum-Thread, den es bei uns gibt, steht im Link hier drunter, im Forum jedenfalls freie-argumente-kultur.de. Und zum Ablauf, zum technischen Ablauf, wir machen Redekreis, aber wir machen das, wie der gute Dillen das so ja weiterentwickelt hat, mit flexiblen Zeitanteilen. Das heißt, jeder hat die gleiche Zeit, sagen wir mal 5 Minuten, und dann fängt einer an und der andere kann dazwischen gehen quasi, wenn er irgendwo eine Frage oder einen Einwand hat. Also wir handeln hier eh nach dem Prinzip, wir wollen uns möglichst auf Irrtümer hinweisen. Also ich sage dir, oder vielleicht was Falsches, du sagst mir bitte schön, wo ein Irrtum bei mir drin ist, damit wir uns durch den Talk auch echt weiterentwickeln. Und also jemand fängt an, dann kann jemand, der wechselt, sagen, hier zum Beispiel Wechsel 2, also wäre ich dann jetzt, ne, dann darf ich dazwischen quatschen quasi. Und so kann das in so ein Wechselspiel gehen, aber jeder hat nur seine 5 Minuten. Dafür hat der Dylan seine Uhren und dann wird klar, wann jemand seine Zeit verbraucht hat. Ne? Und dann kann man die nächste Runde auch starten. So haben wir das flexibilisiert. Aus meiner Sicht sind wir mit dieser technischen Werkstatt, ja, da entwickeln wir uns ja ständig weiter. Also ich glaube zum Beispiel, dass die Form, wie der Dylan es jetzt so gemacht hat, dass man einfach quasi mit der Axt dann den Redefluss des anderen so abhaken kann und kann dann dazwischen gehen. Da bin ich der Ansicht, das könnte man vielleicht noch ein bisschen umgänglicher gestalten, indem man da so einen Wechsel dann ausspricht oder ein Symbol. Also hier beim Videochat kann man ja auch Handheben oder ein Zeichen geben. Und dass man dann dem anderen überlässt, zeitnah das Dazwischenreden zu ermöglichen oder sowas. Aber wir sind in der großen Werkstatt. Ne? Ich freue mich, dass wir überhaupt uns diesen Anspruch stellen, auch von der Ablauftechnik her, die bestmöglichen und effizientesten Talks der Welt auf die Beine zu stellen. Wir werden das bestimmt immer weiterentwickeln und immer besser damit werden. Und da könnt ihr alle auch mitwirken. Ne? Okay, so viel der Einleitung. Dann würde ich sagen, erste Runde. Und jemand kann anfangen. Der Dylan kann zum Beispiel anfangen, so wenn er mag. Ja, dann stelle ich mal meine Uhr, Wechsel 4. Ich rufe jetzt Wechsel 4 und fange an zu reden, ja? Und ihr könnt mich jederzeit unterbrechen mit Öff-Öff mit Wechsel 2 und Dings mit Wechsel 3. Und dieses Abgepufferte ist auch eine gute Idee. Wenn wir das jetzt mit dem Handheben, wenn das unkompliziert wäre, könnte man das sogar ausprobieren. Aber können wir ja auf jeden Fall mal dran denken, dass wir da in diese Richtung denken. Richtung Handheben und dann so zum Ende kommen und den anderen mit seinem Irrtumsgespräch zu Wort kommen lassen. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit Wechsel 4. Ja, also meine Überzeugung ist, dass es winzige kleine Punkte, dass jemand die ganze Welt alles richtig sehen kann, wenn aber ein Millimeter im Menschen wirkt, oder auch ein Millimeter im Weltbild nicht ganz stimmt, nicht ganz der Realität entspricht, dann kann es trotzdem sein, dass alle seine Lebensaktivitäten in die Leere gehen. Also wenn man jetzt mal auf mich blickt, ich habe ja ein Menschenbild, ein naturwissenschaftliches Menschenbild und ein naturwissenschaftliches Weltbild und rede zurzeit mit Büro, Friedrich Merz, CDU-Vorstand, Vorsitzender oder mit Bundeskanzleramt-Mitarbeiterinnen, Doktorinnen und so weiter und telefoniere mit denen und mit Leuten von der GWÖ, von der Gemeinwohlökonomie, weil wir ja die GWÖ-GWO-Kombi vorschlagen. Und ich bin ja überzeugt, dass ich da meine Zeit
Nach dem Motto, wir haben keine Chance, wir nutzen sie trotzdem, bestmöglich investiere. Ja? Aber wenn ich mich da irren würde, dann würde ich ja meine Zeit vergeuden. Ne? Dann wäre das ja eigentlich, wenn ich da, dann würde ich ja die falsche Strategie fahren. Und was ich halt fürchte, ist halt, wie gesagt, sagt mir, wo ich mich irre, aber was ich fürchte, ist, dass nur ein Menschen- und Weltbild realistisch ist. Die Reichen dieser Welt sind die tatsächlich Herrschenden, die haben das Sagen. Und die muss man lieben können, wenn man, weil man mit ihnen ins Gespräch kommen muss, sei es mit der politischen reichen Kaste, als auch mit der Journalisten herrschenden Kaste, als auch mit der finanziell herrschenden Kaste. Weil nur wenn ich hingehe und ich kann das, weil ich stamme ja aus einer Elite, ich stamme aus einer Elite-Familie, ich bin selbst gehört zur Bildungselite, war schon in der Schule immer das Ausnahmetalent, im Studium das Ausnahmetalent. Mir fällt es nicht schwer zu sagen, ich liebe diese Reichen und ich sage, wir mit der GWÖ, GWO Kombi können euer Leben verbessern. Dafür müsst ihr zwar in Kauf nehmen, dass das Leben aller anderen Menschen auch verbessert wird. Aber das ist doch nicht schlimm, wenn ihr dafür ein besseres Leben habt. Was habt ihr davon, dass ihr kein besseres Leben habt, aber dafür die anderen ein noch schlechteres Leben haben? Das bringt euch doch nichts. Also ihr wollt doch, eure Enkelkinder sollen doch gesünder leben, in einer sauberen Luft, in einer sauberen Umwelt, mit ungiftiger Nahrung, mit nicht krankmachender Nahrung und so weiter. Und das ist meine Tendenz. Ich gehe also liebend an die Reichen ran und suche das Gespräch mit ihnen, um diese zu überzeugen, dass die GWÖ-GWO-Kombi für die ein Segen ist. Dass es auch für alle anderen ein Segen ist. Das ist zweitrangig, weil die Reichen denken natürlich erstmal an sich. Ne? Und sagt mir, was ich daran verkehrt mache. Wechsel. Jetzt kann sich aussuchen, wer was sagen möchte. Der sagt dann seine Zahl. Wechsel 2 oder 3. Ja, Janik, wenn du einverstanden bist, sage ich erstmal was. Ja. Wechsel 2, ja? Wechsel 2, genau, ja. Los. Ja, also danke, Dylan, für das, was du da wieder so als Veränderungsideen, als Konzept beschrieben hast. Ich persönlich halte das für einen wertvollen Ansatz, also die Reichen zu lieben, das mal sowieso. Also man sollte, bevor man irgendwie mit Hass, Gewalt oder Kontra versucht, was zu erreichen, aus meiner Sicht immer erstmal mit Menschlichkeit, mit Offenheit, dass man miteinander sprechen kann, vernünftig sein kann, Liebe, Vernunft, Gewissen, so mit diesen Hebeln versuchen zu arbeiten. Und ich sehe auch dieses Reformkonzept der GWÖ, GWO, also mal ganz platt gesagt. GWÖ, GWO-Kombi, das ist jetzt ein fester Begriff. Ne? Okay, GWÖ, GWO-Kombi. Also platt gesagt, dass man es so gestaltet, dass nicht mehr das Schadenanrichten belohnt wird, sondern dass sehr basisdemokratisch, also die Menschen zeigen, wie es ihnen geht, auch durch so etwas wie eine Wohlfühlstimme. Und die Entlohnung oder die Vorteile eben von denen, die da was tun, Handel treiben, was produzieren, was an die Leute bringen, richtet sich nicht mehr danach, wo können sie möglichst viel Geld damit machen, auch wenn das jetzt, was weiß ich, irgendeine Suchtschädigung oder ein Betrug an den Menschen ist, sondern es wird möglichst genau daran gemessen, wie gut geht es den Menschen wirklich und danach werden die Entlohnungssysteme gestaltet. Also das ist eine ganz tolle Sache, also gerade eben für die vielen Menschen, und ich glaube, das sind sehr viele Menschen, leider, 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 die nicht einfach das Gute tun, auch wenn es da keine unmittelbare Belohnung für sie gibt, sondern denen das Tun des Guten, weil es vernünftig, weil es richtig ist, weil es für alle gut ist, für alle verantwortlich, der höchste Lohn schon ist, also seelisch jetzt, eben auch aus dieser allgemeinen Menschenliebe heraus oder der Sinnliebe, wie man das nennen könnte. Also ganz viele Menschen sind so, dass ihnen das nicht reicht und dass dann solche Belohnungssysteme wertvoll sind, damit die entschärft werden oder auch in die Richtung gebracht werden, dass für das, was gut ist, gehandelt wird oder produziert wird,
Handel getrieben wird und so weiter. Ich glaube allerdings, es gibt eben mehrere Schienen. Ich sehe als eine Schiene auch, dass man die Fähigkeit des Menschen, die Steuerung des Geschehens zu übernehmen, bewusst zu übernehmen und dabei nach Zielmaßstäben zu gehen, das ist auf jeden Fall was ganz Wichtiges. Das wäre so wie auf der Titanic die Kapitänskajüte und der Steuermann. Und ich bin der Ansicht, zumindest bei der Elite, die auch für die anderen überlegt, wie kann man jetzt da eben so Rettungssysteme machen, auch mit GBÖ, GWO-Kombi und was auch immer, bei dieser Elite müsste auch diese allgemeine Menschenliebe oder diese Vernunft und Verantwortungsliebe, Sinnliebe wachgekitzelt werden, zumindest so gut wie es geht, weil das da ganz entscheidend ist, wie diese Steuerung läuft. Und bei der übrigen Bevölkerung sollte man auf jeden Fall auch versuchen, durch entsprechende Verantwortungsbildungsprogramme auch zu erreichen, ja, dass die nicht nur durch Belohnungen dressiert werden müssen, immer weniger Schaden anzurichten oder immer mehr Gutes zu tun, sondern dass auch diese Einsichtskraft so stark wie möglich entwickelt wird. Und ja, für mich ist der Schwerpunkt eben, ne, während ich voller Wertschätzung bin für das, was der Dylan da auch vorschlägt und mich da gerne auch mit engagiere, für mich ist die Zielrichtung hauptsächlich diese Steuerung, verantwortliche Steuerung. Und deshalb, der Anspruch ist ja auch da, ne? Die Gesellschaft sagt ja auch nicht, wir wollen Korruptionsladen sein, sondern wir wollen so eine demokratische, verantwortliche Gesellschaft sein. Und das, denke ich, muss man gerade jetzt, wo die ganze Korruptionsthematik nie richtig diskutierbar war und mit Corona sich das noch zuspitzt und auch keine echte Diskutierbarkeit da ist, also die stärksten Standpunkte nicht angemessen mit auf die Bühne gelassen werden. Also da kann ein würdevoller Mensch nicht mit leben. Und deshalb bin ich da an dieser Baustelle schwerpunktmäßig dran und werde dafür dann jetzt am 29. gewaltfreie Aktion machen, wo ich zum Kanzleramt hingehe und sage, hier, ich mache jetzt einen pazifistischen Sturm des Kanzleramts. Ich kann nicht damit leben, dass grundlegendste Weichenstellungen nicht ausreichend hier demokratisch diskutierbar sind. Also weder bei Corona die stärksten Standpunkte, auch dass Menschen vielleicht sich in Freiheitslager zurückziehen und keine Gefahr mehr für andere darstellen, dass die auf keinen Fall eben ihre Freiheitsrechte verletzt bekommen dürfen und andere starke Fragen da bezüglich Corona, aber auch die Frage nach dem Korruptionssystem insgesamt. Damit kann man nicht leben, das muss ausreichend gesellschaftlich diskutierbar werden. Also deshalb komme ich hier und mache so einen symbolischen Sturm und will ein erstes korruptionsbefreites Büro einbringen, eine Nachhaltigkeits- und Friedensagentur. Ja, dann gebe ich weiter an den, der noch seine Zeit weiter brauchen wird. Ja. Der Raum ist dann frei, also Wechsel heißt es einfach jetzt. Jetzt kann Yannick was sagen. Okay, dann Wechsel 3 bin ich, glaube ich. Ja. Dylan, du und ich, wir haben ja auch uns schon vor einiger Zeit im Forum recht viel unterhalten. Ich habe jetzt eben versucht, mich noch mal reinzudenken in diese Wohlfühlstimme, wo ich das jetzt so verstanden habe. Die Leute geben an, ihren Zufriedenheitsgrad, also ihre Wohlfühlstimme, und drücken dann damit aus, inwieweit dann die Leistung, die sie bekommen haben, überhaupt sinnvoll war. So, und das halte ich auch für eine sinnvolle Sache. Jetzt hätte ich eine Frage dazu, wie verhindert man, dass die Leute dann sozusagen die ganzen Drogen verkaufen, wenn mehr Drogen verkauft wird, dass sie dann ihre Wohlfühlstimme nach oben geht? Wie können die Leute dann das, also würde man dann nicht, oder ich stelle jetzt einfach mal die Frage im Raum, würde man dann nicht den Drogenhändler oder den Tabak Warenshop oder den Alkoholwarenshop, würde der nicht mehr Entlohnung bekommen und stärker werden, wenn die Leute, sag ich mal, dazu geneigt sind, ihre kurzfristigen Betäubungsmechanismen als befriedigendstellend zu sehen oder zu erfahren? So, wie kann man damit umgehen? Das wäre eine Frage, die ich dazu hätte. Ja, und ich gebe weiter. Ja, einfach Wechsel sagen. Einfach Wechsel sagen. Wechsel, ja. Ja, da greife ich das mal auf. Wechsel 4. Ja, also natürlich ist das bei uns Standardthema gewesen, solche Fragen
zum Beispiel auch, ob denn, wenn der Lebensmittelhändler zum Beispiel allen Produkten Drogen beimengen würde, dann könnte er ja Marktführer werden, weil die Wohlfühlstimmen der Kunden könnten vielleicht für eine gewisse Zeit gut werden, würden aber vielleicht nach ein paar Jahren durch die Folgeschäden der Drogen natürlich abkippen und ins Unendliche nach unten abstürzen. Aber er könnte ja da genau da bis dahin seine Profite nehmen, seine Verdienstzuschüsse nehmen, ins Ausland flüchten, nach Südamerika und sich dann einen schönen guten Lenz machen. Also erstens, bei allen, die in den Tabellen ganz oben landen, zum Beispiel Supermarktleiter, werden Drogen-Screenings bei den Kunden gemacht, bei den häufigen Kunden, so dass geguckt wird, ob da nicht versteckt gedopt wird quasi, ne? Um Wohlfühlstimmen zu begünstigen. Zweitens bedeutet das 15 Jahre Gefängnis, also nicht unter 15 Jahre Strafe für jemanden, der erwischt wird, wenn er da in seine Nahrungsmittel Drogen rein mixt sozusagen. Und von daher denke ich, haben wir damit ausreichende Mittel, also diese Drogengeschichte zu verhindern. Und jetzt nochmal zu dem Alkoholshop und dem Zigarettenshop. Da ist es immer so. Das Entscheidende ist immer, flüchtet jemand aus Deutschland mit dem Geld, was er vorher gekriegt hat. Das müssen wir verhindern. Aber langfristig, nehmen wir mal an, der Tabakhändler bleibt in Deutschland, dann werden die Leute vielleicht ab und zu, vielleicht sogar positive Wohlfühlensveränderungen berichten, aber irgendwann haben sie auch die Schmerzen durch das Raucherbein, ja? Also wenn die Leute in Deutschland bleiben, kriegen sie immer die Quittung dafür. Wechsel, meine Zeit ist zu Ende. Jetzt hat nur noch Yannick Zeit, der kann reden. Ja, interessant. Sind Kannst übrigens auch die Zeit an andere weggeben, gell? Aber okay, dann mache ich das wahrscheinlich gleich auch. Dann sage ich noch mal, gehe ich noch mal kurz auf dich ein und gebe dir dann meine Restzeit. Okay, aber wie kann man denn dann sicher gehen? Also angenommen, jemand geht oft in den Alkoholshop, da glaubt er sich in einer guten Wohlfühlstimme, weil er halt immer so ständig betäubt ist und gibt dann aber sozusagen dem Krankenhaus eine schlechte Bewertung, weil die es nicht schaffen, seine Alkoholschäden zu reparieren. So, also ist es dann schwierig oder ja, ich glaube, so kann man das Beispiel dann ganz gut sehen. Wenn der Konsument von dem Alkohol gar nicht auf den Trichter kommt, dass seine schlechte Laune mit dem Alkohol zusammenhängt, sondern dass seine schlechte Laune dann daher komme, wenn er das fälschlicherweise denkt, dass sie ihm im Krankenhaus keine guten Tabletten geben. So. Und dann würde er dem Krankenhaus ja eine schlechte Benotung geben, und dem Alkoholshop weiter eine gute. Also wie kann man sicherstellen, dass er dann auch zu dem Bewusstsein kommt, dass das wirklich der Alkohol das Schlechte ist in seinem Leben. Ja, und dann gebe ich die Restzeit ab. Naja, ich versuche mal schnell zu antworten in der Zeit. Wir vergleichen mal den Supermarkt A mit Supermarkt B. Supermarkt A verführt die Kunden zum Kauf von möglichst viel Alkohol und Supermarkt B genau das Gegenteil mit seiner Ernährungsberaterin, mit seinen roten, gelben, grünen Ampeln. Versucht er die eigentlich zu einem gesünderen Lebensstil anzuregen, ja? So. Und jetzt trinken die Leute natürlich beim Supermarkt A im Durchschnitt, kaufen die mehr Alkohol, und trinken auch mehr. Jetzt ist es so, dass die Wohlfühlstimmen, die abgegeben werden, ja, sozusagen natürlich immer feststellen, da der ist häufiger, kauft häufiger bei A ein und der andere kauft häufiger bei B ein. Ne? Und dann kommt es automatisch dazu, dass auch derjenige, der dann häufiger Alkohol trinkt und dem es dann als Folge dieses Alkoholkonsums dann plötzlich auch körperlich immer schlechter geht und er sozusagen auch die Hölle durchmacht und schlimme Zustände durchmacht, der meldet ja dann auch die Verschlechterung seines Wohlfühls und die wird auch wieder mit dem Supermarkt A in Verbindung gebracht. Also so, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da jemand gewinnen kann. Und das Krankenhaus ist ja nur eine
der Assoziation, jetzt wenn der eine jetzt tatsächlich in das Krankenhaus geht, dann wird das ja nicht automatisch diesem Krankenhaus zugeordnet, sondern er hat ja Zugang zu seiner Hausarztgesundheitsgemeinschaft. Jeder Mensch kann sich ja zwei Hausarztgesundheitsgemeinschaften wählen. Und natürlich wird dann eine Kombination gemacht. Die Verdienstzuschüsse werden reduziert beim Händler A, weil der den ja verführt hat, so viel Alkohol zu trinken. Und bei dem Hausarztgesundheitsgemeinschaft werden dessen Verdienstzuschüsse reduziert, weil es dem nicht gelungen ist, ein Kursangebot zu liefern, in dem der Mensch kein Interesse mehr an Alkohol hat, weil er so viel Sozialkontakte hat, dass er Alkohol nicht mehr braucht. Ja? Zeit ist leider um. Nächste Runde startet. Willst du gleich oder ich kann das gerade noch zu Ende bringen, Wechsel 4. Das ist jetzt in meiner Zeit, ne? Ja, nur ich kann mir, wir haben Millionen Szenarien durchgespielt. Das mit den Drogen und dem Händler und dem Auswandern nach Südamerika ist wirklich das gefährlichste Szenario. Alles andere kriegen wir in den Griff, weil wenn Alkohol wirklich auf die Dauer glücklich machen würde und nicht am Ende Schmerzen bereiten würde oder einen vorzeitigen Tod, dann wäre es ja berechtigt, das zu tun. Aber der Witz ist ja gerade, dass Alkohol für eine Zeit lang gute Laune schafft, auf den Preis schwerster Schädigungen und vorzeitigen Sterbens. Da aber das vorzeitige Sterben in der Wohlfühlstimme auch zu negativen Verdienstzuschüssen bei den Verursachern führt, sehe ich keinerlei Gefahr, dass die Gesellschaft versüchtet, sondern genau das Gegenteil, dass die Hausarztgesundheitsgemeinschaften ein so herrliches Kurs, Freizeit- und Wochenendkursangebot bieten, wo Tanzen, Singen, Musizieren, Fitnessstudio, alles kostenlos angeboten wird, Sozialkontakte, man lernt dort Liebespartner kennen, dort werden Kommunen gegründet, weil die Hausarztgesundheitsgemeinschaften darauf setzen, Menschen wieder in Kommunen leben zu lassen und so weiter, damit sie eben den Alkohol nicht mehr brauchen und die Zigaretten nicht mehr brauchen. Also ich kann kein Szenario erkennen, in dem nicht die Wohlfühlstimme am Ende immer gewinnen würde, indem sie immer dafür sorgen würde, dass alle Beteiligten uns nur noch Nächstenliebe Taten praktizieren gegenüber, und dafür dann belohnt werden mit den Verdienstzuschüssen. Wechsel. Ja, ich kann vielleicht an der Stelle sagen, ich Wechsel glaube auch 2, eben, ja. Wechsel 2, genau, ich glaube auch, dass die Dinge ja auch in Zusammenhängen stehen. Also ich nehme die Szene mal einfach auf und mal sie ein bisschen aus. Der Dylan hat schon gesagt, der eine Supermarkt, der jetzt hingeht und nicht mit Zigaretten und Alkohol die Menschen ausstatten will oder vollstopfen will. Der bietet eben auch gleichzeitig ein tolles, attraktives Bildungsprogramm an, Gesundheitsberatung, was weiß ich, in Zusammenarbeit mit entsprechenden Ämtern und Einrichtungen, kostenloses Tanzen, Fitness, Yoga, Meditation und Ernährungskurse und so weiter. Während Wechsel Menschen. 4, Wechsel 4. Ja, das kann sogar so, tatsächlich bringst du mich auf die Idee, dass dann ja freundschaftliche Beziehungen zwischen Hausarztgesundheitsgemeinschaften und ihren umliegenden Supermärkten entstehen, mit denen die kombinieren und beide gemeinsam an dem Projekt gesund ernährte und gesund lebende Bürger und Kunden arbeiten. Das ist eine gute Idee. Wechsel. Ja, gerne, dann setze ich da fort. Und es kommt ja noch weiter. Also ich glaube, an der Stelle könnten sich auch super verzahnen, was Dylan und ich da eben so an Schienen letztlich auch, an großen Schienen so schwerpunktmäßig vertreten. Denn nehmen wir sogar an, es wäre so, dass man den anderen Händlern größtmögliche Freiheit lässt. Also gut, wenn sie jetzt Drogen heimlich untermischen, dass sie dann 15 Jahre in den Knast kommen, gut, das wäre ja auch jedenfalls ein schweres Verbrechen. Aber nehmen wir an, der andere Supermarkt würde hingehen und würde sagen, hier, geht bitte meilenweit für Campbell Filter, ihr werdet zum Cowboy, ihr seid die Freiheitswesen, eure Dopingmittel hier beschaffen euch Flügel und ach, was weiß ich alles da.
und versucht den Menschen da so diese Giftideologien schmackhaft zu machen und einzureden. Nehmen wir an. Also ich glaube, dass es ja nicht nur Geschäfte dann geben wird, sondern es gibt ja insgesamt Angebote der Gesellschaft auch. Und eins dieser Angebote, wofür ich ja dann immer meine Stimme so erhebe oder immer plädiere, sind eben demokratische Bildungsangebote. Das heißt, so wie in dem Supermarkt die Ernährungsberatung war, so gibt es auch für die Leute das Angebot, Leute, wollt ihr die ganzen Lügen und Betrug und irgendwelche aufgesetzten Ideologien, wollt ihr das mal durchschauen? Hier gibt es die freien Argumente, ich sage es mal im Spaß, Geisterbahnen. Ne? Hier könnt ihr mal rein und lauter Vorhänge sind da. Hier ist der Vorhang. Hier ist was hinter, was vielleicht zu sexuell sein könnte. Hier ist was hinter, was zu gewalttätig sein könnte. Hier ist was hinter, was zu kriminell sein könnte oder was der Staat als zu verfassungsfeindlich ansehen könnte. Wollt ihr auch solche demokratische Bildung? Wollt ihr ganzheitliche Bewusstseinsentwicklung? Ne? Wollt ihr da mal reinschnuppern auch? Und so wie ich glaube, dass auch wenn die erstmal die demokratische Bildung jetzt nicht gleich mit Kusshand nehmen oder als Wichtigstes ansehen werden, so wird aber die Gesundheitsberatung gegenüber dem durch die Zigarette werdet ihr zum Cowboy, ist nicht völlig aussichtslos, sondern könnte den Menschen eine positive Bewusstseinsentwicklung oder Verstärkung oder Impulsgebung geben. Und dann könnte auch eben diese Qualität erkennbar sein, so einer ganzheitlichen Bildung oder demokratischen Bewusstseinsbildung dann. Ne? Und dann wird sich das alles toll ergänzen können, ist meine Vision. Also das sind schon super Potenziale in meinen Augen, die da so drinstecken, auch gerade wenn sich das alles verzahnt. Wechsel. Ja, ich greife Wechsel 4, ich greife es mal kurz auf. Also, die Frau, die von der GWÖ, mit der ich heute gesprochen habe, die hat das ansatzweise verstanden, dass wir eigentlich ja nur eine Chance haben, wenn wir den Regierenden endlich ein Alternativmodell, auf den sich alle Alternativen einigen konnten, präsentieren könnten, solange wir den Politikern nur sagen können, ja, da gibt es 100 unterschiedliche Konzepte und alle können sie, sind sie sich spinnefrei und keiner kann, verträgt sich mit dem anderen und keiner kann sich einigen auf irgendwas. Dann sagen die Politiker, na, ja, dann lassen wir doch diesen brutalen Raubtierkapitalismus weiterlaufen. Wenn es keine Klarheit gibt, was Alternativen wären, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Und was sie eben angedeutet hat, nämlich diese Bildung, diese Bewusstseinsbildung, die hat ja nur eben ein kleines Problem, dass das die schwierigste Ebene überhaupt ist. Denn eigentlich muss es ja Bildung sein hin zur Aufhebung der Selbsttäuschung. Also wir vom Weltrat sagen ja, es gibt keinen bösen Menschen. Sicherlich gibt es irgendwo mal einen Verbrecher, der wirklich. Aber auch der, wir haben festgestellt, dass auch Verbrecher immer eine Selbsttäuschung im Kopf haben, mit der sie sich einreden, sie wären der Gute und die Opfer wären die eigentlichen Bösen. Ja? Und genauso diese Selbsttäuschung, die wir nennen wir ja vorteilbringende Irrtümer, die wirklich bei sich zu durchschauen, ist ja das Schwierigste. Das ist ja unsere VIAT, vorteilbringende Irrtümer, Abbautherapie oder Technik. Das ist natürlich der höchste Anspruch. Und wenn wir sagen können, wenn wir das vielleicht bei der Kapitänskajüte erreichen würden, wäre das schon absolut super. Aber ich würde sagen, wenn ich mit Lauterbach spreche, traue ich mir nicht zu, dass er hinter seine vorteilbringende Irrtümer seiner Sparte Gesundheit und Pharma kommt. Der wird das nicht durchschauen. Aber was er vielleicht durchschauen kann, ist, dass es generell besser wäre, wenn wir die Pharmakonzerne und die Gesundheitsfirmen nach dem Ergebnis der Wirkung auf die Menschen hin finanziell belohnen und im Zweifelsfall auch sanktionieren, wenn es sich um tatsächliche Schäden handelt. Ja, also das heißt, da kann ich mir vorstellen, kann er mitgehen, aber Öffi, du willst halt was ganz Hohes. Den Lauterbach zur Selbsterkenntnis seiner Selbsttäuschungen bringen. Das ist, ja, meine Zeit ist um. Wechsel. Ja, dann Wechsel 3. Ja. Aber man müsste das den Leuten dann ja, nee, nicht aufzwingen, vielleicht nicht, ne, aber
Ich meine jetzt, Öffi und ich leben ja irgendwie ohne Geld, und das System von dir, Dylan, das funktioniert ja mit Geld, nehme ich mal an. Und ja, das ich weiß nicht. Also ich weiß halt nicht, ob das sich beißt mit diesem mit dieser Benutzung von Geld halt. Also wenn genau oder mit dem weiß ich nicht. Was ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt einfach mal die Frage jetzt mal abgeben an euch beide. Vielleicht könnt ihr ja was dazu sagen. Wenn jetzt so jemand wie Öffi und ich halt ohne Geld leben, und das System funktioniert, kann das auch ohne Geld funktionieren? Einfach eine Frage jetzt in den Raum und ich gebe meine Restzeit ab. Erstmal. Ja, also ich könnte oder du, Dylan, also ich könnte uns sagen, Wechsel 2. Mach ich mal. Ich denke mal, du bist einverstanden, Dylan. Ja, ich glaube, dass die Verzahnung es wieder auch bringt. Also natürlich ist das, was der Dylan da vorschlägt mit der GPÖ-GWO-Kombi oder auch mit der Wohlfühlstimme, erstmal ein Reformkonzept innerhalb eines Wirtschaftssystems, wie es jetzt ja auch noch funktioniert. Also mit Händlern und Einrichtungen der Gesellschaft, die Angebote machen, die eben noch bezahlt werden oder wo dann die Punkte, die Punkte der Wohlfühlstimme eingetragen werden und da wird nachgegangen. Aber dieser Grundsatz, dass man eben danach geht, was tut den Menschen eigentlich gut? Also nicht wie jetzt ein Arzt verkauft da seine Behandlungsstunden Medikamente. Und es geht quasi nur nach dem Aufwand, ne, der getrieben wurde. Also im Grunde, je kränker die Leute werden, je mehr Behandlung, je mehr Medikamente man wieder reinstopfen kann, desto mehr Gewinn kann das erbringen. Wenn man da diese Einstellung ändert, die kann natürlich nahtlos übergehen dann auch in entsprechende Gemeinschaftsformen. Also auch Dylan stellt sich das ja zum Beispiel so vor, also in einem ersten Schritt, dass diese veränderte Wirtschaftsordnung und die Wohlfühlstimme sich verbinden auch zum Beispiel mit Hausarztvertrauensgemeinschaften. Also einem Ansatz in Richtung Kommune, kann man sagen, wo die Menschen auch mit diesem Vertrauen und mit dieser Erfahrung, hier wird jetzt gegenseitig geachtet, auch was tut eigentlich gut und dafür wird gehandelt, eine ganz andere soziale Atmosphäre hinbekommen. Und das kann sich dann spielend weiterentwickeln oder wenn es daneben schon direkt auch gemacht wird, spielend kombinieren. Also wir könnten sozusagen auch Anbieter sein, also so eine aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune ohne Geld und alles, mit viel Liebe und viel Zärtlichkeit und allem. Wir könnten ja auch ein Angebot für die Bildungsangebote sein, für Praktika, was die Leute machen können und so weiter. Und so könnte sich das im Moment von Leuten, die sogar vielleicht erstmal noch Individualkonsumenten sind, über solche auch entstehenden Gemeinschaftsmodelle, die dabei zeigen, dass das den Menschen besser tut als alles andere, könnte es eben mit gleichzeitig daneben entstehenden Kommunen, könnte das den Weg nehmen, dass die Menschen dann immer mehr zur Einsicht kommen, dass solche aufgeklärten Schenker-Bonobo-Kommunen das höchste Glück für sie sind. Und ja, dass sie das Gute tun sollten, weil es vernünftig ist, weil es richtig ist, weil es ihrem Gewissen entspricht. Auf jeden Fall, ne? Auch wenn keine Belohnungen da sind, sogar Leute kommen und bedrohen sie oder wollen ihnen was wegnehmen, dann sagen sie, das höchste Leckerli ist diese innere Übereinstimmung mit meiner Vernunft und meinem Gewissen. Das lasse ich mir durch nichts kaputt machen, dem folge ich auf jeden Fall und ganz unbedingt. Also ich sehe da Entwicklungsspielräume, die sich bestens miteinander ergänzen können und eine verzahnte Entwicklung nach vorne ermöglichen können. Wechsel. Dylan, wir hören dich nicht. Hast du dein Mikro an? Nur zur Technik. Öffis Zeitkonto war runtergelaufen. Dann habe ich ihm von Yannick Zeit gegeben, weil der uns ja Zeit gegeben hatte. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit von Yannick, um jetzt zu antworten. Ne? Super, super. Und zwar ist es so,
Öffi hat es schon angedeutet, dass ja für mich werden ja die Hausarztgesundheitsgemeinschaften zu regelrechten Kommunengründern und Kommunenstartern und Kommunenanregern, weil ich ja denke, dass wir in der Savannen-Bonobo-kommunistischen, Bonobo-Schenker-kommunistischen Lebensform unsere Natur und damit unsere größte Glückschance haben, ja, theoretisch. Ja, nur im Moment schwer zu realisieren, weil wenn die Leute sehr viel vorteilbringende Irrtümer in die Köpfe, in den Köpfen in die Kommune mitbringen, wird's einfach Stress. Ne? Und aber darin liegt jedenfalls der gesunde Weg. Und jetzt kommt die Hauptüberlegung, Janik. Wir haben als Naturwissenschaftler einfach noch nicht finden können, wo das Problem beim Geld liegt. Es gibt ja im Moment eine Aussage, dass Geld an sich der Teufel sei. Jetzt haben wir aber in der Wissenschaft festgestellt, dass die alle Übel der Welt schon vor 400.000 Jahren bei der Erfindung des Tauschhandels begannen. Und das Geld wurde erst vor 40.000 Jahren erfunden und wurde nur eigentlich als Vereinfachung genommen. Also nach dem Krieg hat man Zigaretten getauscht als Währung gegen andere Tauschprodukte. Also damals gab es also auch sicherlich schon konzentriertere, leichter zu tragende, aber doch hochwertigere Produkte, die man gegen andere eintauschen konnte. Und Geld hat das Ganze nur einfacher gemacht. Einfach nur simplifiziert. Ja? Und darin kann ich kein Grundproblem sehen, sondern das einzige Problem stellt sich, ihr lebt jetzt ohne Geld. Und die Frage ist halt, wenn wir jetzt überall das Geld abschaffen würden, also auch die Verdienstzuschüsse abschaffen würden, würde dann die Motivation der Leute so ähnlich wie bei der DDR verschwinden und die würden auswandern aus der DDR oder würden die bleiben und sagen, Ruhe, ich krieg zwar kein Geld mehr, aber ich arbeite trotzdem fleißig weiter. Das ist die Schlüsselfrage. So, neue Runde. Ich kann ja mal gerade meine Gedanken zu Ende machen. Wechsel 4, jetzt läuft wieder meine Zeit. Ja, Dass einfach der Grundgedanke ist, ich hab's, am Donnerstag hatten wir den Luki, der will ja das Geld abschaffen. Ja? Und da haben wir das folgende Problem. Wenn ich jetzt hingehe und Luki hat dir gesagt, ich gebe euch allen die Realisierung eurer Grundbedürfnisse. Eure Grundbedürfnisse sind abgedeckt. Und dann hat er aber jetzt erwartet, dass die Leute wirklich alle sagen, Hurra, ich habe meine Grundbedürfnisse abgedeckt. Und auch wenn ich noch so hochqualifiziert bin, wenn ich jahrelang eine harte Ausbildung hinter mir habe, die sehr mühsam und anstrengend war, dann will ich jetzt nicht mehr. Ich bin damit zufrieden, dass ich genauso viel kriege wie alle anderen auch. Und ich wandere nicht aus der DDR ab, bevor die Mauer hochgezogen wird. Aber mein Vater hat genau die gegenteilige Entscheidung gemacht. Er hat gesagt, ich studiere, ich werde Doktor der Soziologie, Betriebswirt, Steuer- und Rentenberater. Ich verlasse die DDR so schnell ich kann, bevor die Mauer hochgezogen wird, weil ich auch für meine Mühe mehr verdienen möchte. Und das Problem ist, wie sind die Menschen? Das ist wieder die Frage, stimmt da auch der letzte Millimeter im Menschenbild? Ist nicht der Mensch schon auch so wie die Bonobos vor 400.000 Jahren und die Savannenbonobos vor 400.000 Jahren, dass sobald die Händler angefangen haben, die Kommune zu verteufeln und damit das Liebesleben in der Kommune schlecht zu machen, dass dann die Männer aufhörten zu schenken, weil sie gesagt haben, ja hoppla, wenn jetzt plötzlich das ganze Liebesnetz der Kommune zusammenbricht, was habe ich denn noch davon, wenn ich alles, was ich arbeite, den Frauen und Kindern schenke? Und dann hat der Mensch also so eine eigennützige Komponente, weswegen er dann eben doch wieder dazu kommt, zu sagen, nee, jetzt schenke ich auch nicht mehr. Jetzt kriege ich keine Liebe mehr in der Kommune, jetzt schenke ich auch nicht mehr. Oder in der DDR, jetzt kriege ich kein Geld mehr. Und jetzt habe ich eine teure Ausbildung, jetzt wandere ich schnell aus, bevor die Mauer hochgezogen ist. Und dann lasse ich die anderen unter sich und die müssen dann halt mit ihren nicht qualifizierten Leuten auskommen. Ja, das sind so Schlüsselfragen. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Ich kann das mal aufgreifen. Ich glaube, dass das schon völlig stimmt, was du sagst, Dylan. Und im Grunde ist das ja von Yannick und mir das Prinzip auch. Wir wollen ja fürs Schenken leben.
Nicht nur das Geld ist das Problem, sondern die Vergeltung insgesamt. Also die Tauscherei, die sagt, ich mache etwas, wenn ich die Gegenleistung nur kriege. Also ich guck, was kann ich direkt abrechnen, deshalb mache ich was für den anderen. Ich mache es nicht, weil ich einfach gucke, was ist jetzt mit weiterem Blick bezüglich Folgen in der Zukunft, bezüglich liebevollem Umgang mit diesen Menschen. Was ist da eigentlich alles richtig, wenn ich das so mit einem weiteren Horizont betrachte? Und ich will mal zwei Bezüge, literarische oder historische Bezüge, auch bringen. Also spannend ist, im Mittelalter und bis zur Neuzeit hatten die Menschen überwiegend so ein sozial gebundenes Leben. In dörflichen Gemeinschaften, in Familien, Sippen, Stämmen, nicht aber Dorfgemeinschaften dann. Natürlich weltweit auch Stämme, aber jetzt hier nehmen wir mal unsere Breiten, dann waren das die Dorfgemeinschaften. Und dann kam die Industrialisierung und die Städte. Und in den Städten waren Massen von Menschen, die jetzt immer anonymer füreinander wurden. Also da war es dann so, dass es jetzt wirklich darum ging, es gab den Spruch, Stadtluft macht frei. Was meinten die damit? Man kommt raus aus diesen sozialen Gebundenheiten. In der Stadt kann man machen, was man will sozusagen. Ne? Und es wird jetzt geguckt, kriegt man einen Job, kriegt man Geld, kann man damit einkaufen gehen, Geld stinkt nicht. Was dann da ist, da steht keine Dorfgemeinschaft mehr, die mit irgendeiner verstaubten Moral, sag ich jetzt mal, oder mit ihren Autoritäten da einen größeren sozialen Kontext mit reinbringen will. Dass alles unmittelbar nur noch danach geht, was im Tauschen den größtmöglichen Augenblicksvorteil bringt. Das ist natürlich eine Verkürzung des Horizonts. Es kann den Leuten als Fortschritt erschienen sein, wenn in den Dorfgemeinschaften sowas war, wie jetzt, was weiß ich, wirklich jetzt religiös oder sonst wie diskriminierende Dorfautoritäten und so, kann sein, dass dann die Leute das mehr als einen Schritt in eine Freiheit sehen konnten. Aber da finde ich jetzt, und damit komme ich zum zweiten literarischen oder historischen Bezug, das Buch von Gräber, ja super, Schulden die ersten 5000 Jahre, wo er eben sagt, in der frühen Menschheit gab es zwar auch schon mal immer mal wieder Tausch, aber das war gegenüber Fremden und Feinden. Innerhalb des eigenen Stammes war diese Verbundenheit da, dass die Leute eben den Eindruck hatten, wir können einfach dem anderen geben, was er braucht, ne? Wir tauschen, wir teilen und schenken miteinander. Und wir vertrauen einfach aus der Verbundenheit miteinander, dass der andere auch für uns da ist, wenn wir ihn brauchen. Und nur bei denen, die eben Feinde und Fremde waren, wo man sich nicht dieser Verbundenheit mehr sicher sein konnte, dieser Liebe, dieser gemeinsamen Sinnorientierung im sozialen Zusammenhang, da musste man eben gucken, was kriege ich direkt zurück, weil auf mehr konnte man ja nicht vertrauen. Und insofern glaube ich, jetzt nach Blick nach vorne, wie die Entwicklung gehen könnte, ich glaube nicht, dass einfach nur irgendwie Computer, die angeschaltet werden, wie so ein großes Verwaltungssystem der Dinge, unsere Probleme lösen. Ich glaube, dass so etwas wie die Reformschritte, die Dylan beschreibt, für viele Menschen wahrscheinlich kaum verzichtbar sind, weil die erstmal nicht gleich wieder in diesen großen Horizont gehen, der Verbundenheit mit ihren Mitmenschen in Stammesgemeinschaft oder gar insgesamt Menschheitsfamilie und die Kinder der Zukunft, die eigenen Kinder sehen. Genau, ja. Wechsel 4. Ja, wir sind da bei einer der Schlüsselfragen überhaupt. Ist der Mensch, der Gräber und so weiter, das ist mir alles zu kurzfristig. Wir Naturwissenschaftler denken in den richtigen Zeiträumen. 400.000 Jahre, 300, 200.000 Jahre, 40.000 Jahre und so weiter. Und diese Leute, diese Historiker, die haben meistens eine völlig falsche Perspektive auf die Welt. Die denken, wenn etwas 5.000 Jahre alt ist, dann ist es schon alt. Für uns ist das neumodischer Quatsch, ja? Also die wirklichen Dinge sind vor Millionen Jahren passiert, vor 400.000 Jahren und so weiter. Und da geht's um die Frage, ist das wirklich so, dass das Tit-for-Tat-Schenken, Tit-for-Tat heißt so, wie du mir, so ich dir. Ein Tit-for-Tat-Schenken, wie es die Naturwissenschaft herausgefunden hat, mit einem ersten Zug, geben ist seliger denn nehmen, aber dann gilt für beide Seiten, geben ist seliger denn nehmen, ist also ein reziprokes Schenken, also ein reziprok altruistisches Schenken, wo sich man sich gegenseitig schenkt und solange es ungefähr ausgeglichen ist, man das als fair empfindet und immer weitermacht.
Oder ist eben wirklich irgendwas am Menschen in der Lage, wirklich auf das ganz selbstlose, altruistische Schenken, echt altruistische Schenken, umzuschalten? Und da haben wir Naturwissenschaftler halt Bedenken. Wir sagen, in den Gruppen, schon vor 400.000 Jahren, also Gräber, hört, also ganz andere Zahlen, schon vor 400.000 Jahren, der erste Tauschhändler, früher bei den Savannenbonobos und Bonobos, wenn da eine Gruppe der anderen begegnete, waren das rauschende Liebesfeste. Dann, wenn der Händler aber kommt, der hat plötzlich gar kein Interesse mehr an dem Wohlergehen der Individuen der anderen Gruppe. Der hat nämlich nur noch ein Ziel, dass die seine Opfer werden, nämlich möglichst kaufsüchtig gegenüber seinen Produkten werden. Und dafür müssen sie so unglücklich wie möglich werden, weil konsumsüchtig, kaufsüchtig und shoppingsüchtig und später alkoholsüchtig, Süßigkeiten und Zigarettensüchtig werde ich nur, wenn ich unglücklich werde. Ja, und das heißt, dieses diametrale Interesse am Unglück, das sehen wir Naturwissenschaftler als den Kasus Knaxus bei dem Problem. Meine Zeit ist leider um. Wechsel also. Ja, habe ich noch Zeit so? Ja, natürlich. Okay. Sag aber ruhig Wechsel 2, weil wenn wir mal 6 Uhren haben, ist das besser. Okay, ja. Wechsel 2. Ich glaube, dass man da auch wieder sehr viel synergetisch jetzt denken kann. Also nehmen wir mal jedenfalls diese große Übereinstimmung, die ja festzustellen ist, wenn man sich meine aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune vorstellt und die Bonobo-Kommune vor 400 oder 500.000 Jahren. Ein Blick von außen darauf sieht quasi übereinstimmend die liebevolle Hippie-Kommune, wo die alle voller Liebe, Zärtlichkeit, einander beschenken sind und so weiter. Und wie Dylan ja auch sagt, sogar wenn da unterschwellig dann Leistungsprinzipien noch oder Belohnungsprinzipien mit drin sind, dass das Männchen, was die meisten Früchte bringt, sich auch hofft, dann mehr Nachkommen zu bekommen. Das fällt jedenfalls nicht als irgendeine quälende Ungleichheit oder Konkurrenz oder irgendetwas auf, sondern allen geht's gut. Alle leben quasi im Überschwang des Miteinanderteilen, Schenkens und der Liebesbekundungen. Also das Bild ist erstmal sehr, sehr übereinstimmend schon zwischen diesen Bonobo-Kommunen und dem, was ich als aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommune mir halt einfach noch sozusagen auf die Spitze getrieben vorstelle, indem ich nämlich sage, okay, bei uns Menschen ist der Geist jetzt da und könnte einfach sagen, Öffi hat keine Zeit mehr. Jetzt, Janik hat noch viel Zeit. Okay. Ich habe mir also gerade Wechsel 3. Ja, ich habe mir gerade die Frage gestellt. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, wenn das jetzt so wäre mit dieser GWÖ, dass man dann immer irgendwie einmal die Woche dann am Computer eine Zahl von 1 bis 10 seine Wohlfühlstimme eingibt. Und dann habe ich mich gefragt, was habe ich mich gerade gefragt? Ich habe dann versucht so zu rechnen. Also angenommen, es gibt nur 2 Läden, den Alkoholshop und den gesunden Markt. Wenn ich dann erst 8 Euro in den Alkoholshop reintrage und dann und nur 2 Euro in den Gesundheitsmarkt, dann kommt bei der Regierung an, okay, ich werde auf Dauer unzufriedener. Und dann müsste dem Alkoholmarkt die Subventionen entzogen werden oder weniger gemacht werden, weil die feststellen, ich kaufe viel mehr im Alkoholmarkt ein. So, dann kriegen die weniger und der Gesundheitsmarkt kriegt mehr. Und ja, aber wie bringt man überhaupt den Typen dazu, dass er überhaupt seine Wohlfühlstimme abgibt? Was macht man, wenn der sagt so von wegen, nee, das ist mir alles zu aufwendig, ich habe jetzt hier meinen Wodka geholt, ich habe jetzt gar keine Lust mehr noch am Computer meine Wohlfühlstimme einzugeben. Das heißt, man muss die Leute ja irgendwie zwingen. Also sonst geht's ja nicht, oder? Also das wäre jetzt halt eine Frage. Noch, und ich gebe meine Restzeit an euch ab. Also könnt ihr gern benutzen. Ja, dann antworte ich schon mal direkt drauf.
Erstens mal Wohlfühlstimme. Das Konzept hat sich etwas präzisiert in den letzten Monaten, Jahren. Dann, wenn sich was bei mir ändert, teile ich das dem Bundeswahlleiter mit. Sei es über ein Bankterminal, über ein Supermarktterminal, so ein Mini-Terminal oder über Smartphone oder was auch immer. Es muss jedenfalls so eine gesicherte Verbindung sein, die so sicher ist wie bei der Online-Banking-Übermittlung. Ja? So, und dann taucht im Computer nur drauf auf, dass ich mich jetzt 1, 2, 3 Stufen schlechter fühle oder 1, 2, 3 Stufen wohler fühle als jetzt noch vor kurzem. Ja? Und das wird einfach in Beziehung gesetzt zu dem, was ich eingekauft habe. Da wird dann die Flasche Alkohol und der Hersteller, die Herstellerkennung dieser Flasche Alkohol, der oberste Verantwortliche wird assoziiert mit diesen 8 Euro, die ich da eingekauft habe. Und bei dem anderen die 2 Euro Gemüse zum Beispiel, das wird auch assoziiert. Jetzt passiert aber Folgendes. Wenn sehr, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wer einmal die Wahlstimme, Wohlfühlstimme als Wahlstimme verstanden hat und erkannt hat, dass er damit alles Übel aus der Welt, dass er die ganze Welt zu seinen Dienern machen kann, der wird nie darauf verzichten. Also ich selbst, nachdem ich sie ja verstanden habe, würde nie darauf verzichten, haarklein jede Veränderung, die ich spüre, auch zu berichten, also zu melden, ja? Weil ich genau weiß, dass ich nur so bewirken kann, dass all die kapitalistischen Schweinereien, die bisher mit uns Menschen gemacht wurden, sofort aufhören. Weil nur so geht das. Und natürlich werden von, im Moment haben wir eine Beteiligung, eine Wahlbeteiligung. Wir haben es gehen nur 45 Millionen Menschen bis 50 Millionen Menschen in Deutschland zur Bundestagswahl. Ja? Und mehr werden vielleicht auch nicht die Wohlfühlstimme abgeben. 45 bis 50 Millionen. Aber die reichen als also quasi als Personengruppe, die quasi Rückmeldung gibt, letztendlich, all dessen, was in der Gesellschaft reicht. Diese 45 Millionen reichen völlig aus, um dann ganz fair zu bewerten, dass der Hersteller, der bis jetzt nur Alkohol liefert, am Ende sehr viel Krankheiten, frühzeitige Todesfälle und öfters auch gemeldete verschlechterte Wohlfühlstimmen zur Folge hat. Und der wird dann aus eigenem Interesse neben seiner Alkoholproduktion auch noch eine gesunde Sachenproduktion. Vielleicht wird er, anstatt nur Obstler zu produzieren, auch gesundes, rückgezüchtetes Naturobst vertreiben. Und dafür kriegt er nämlich dann wieder positive Wohlfühlstimmen, Rückmeldungen und damit Verdienstzuschüsse. Ja, also das ist alles. Ich bin da ganz sicher, dass im Endergebnis jeder seine faire Quittung kriegt. So, neue Runde. Wer will, kann anfangen. Ja, ich kann vielleicht, also Wechsel 2, kann Ja. vielleicht Jannik ja auch die Frage so an uns beide gerichtet hat, greife ich mal dann die Zeit jetzt hier einfach auf, um da auch noch was mit dazu zu beizusteuern, zu beantworten. Also ich glaube schon, dass wir im Moment ein ungeheures Bildungsproblem in der Gesellschaft haben, weshalb der gute Dylan ja auch mit seinen Vorschlägen, die eigentlich doch bestechend einfach sind. Also ich meine, gut, auch das, dass ich sage, man sollte vernünftig fürs Wohl des ganzen Leben sich daran orientieren, man sollte die Verantwortung für die Folgen seines Tuns übernehmen und so weiter, ist auch sehr simpel. Aber wir leben in einer Welt, in der die Menschen so von ihrem Trott für ihre oberflächlichen und auch Suchtbedürfnisse geprägt sind, gerade die Gier nach Macht und Besitz, dass wenn man da kommt und sagt, lasst uns doch mal fürs Ganze verantwortlich leben oder lasst uns doch mal Mechanismen einführen, die mehr dieses Handeln für Schaden reduzieren und das Handeln fürs Gute vergrößern. Man muss in dieser Welt, wie sie ist, damit rechnen, dass die Menschen so durch den Kapitalismus oberflächlichkeits- und willkürsüchtig geworden sind, dass sie das abwehren, dass sie da gar nicht mal drüber, noch nicht mal darüber bereit sind, nachzudenken und zu sagen, ja, okay, das ist nun wirklich einfach genug, auch dass wir da zumindest auf eine Schiene kommen, die uns aus dem vielen Schaden so immer mehr herausbringen könnte.
Deshalb glaube ich, wir brauchen ungeheure Bildungsanstrengungen. Und es wird, was der Willen ja auch letztlich macht, es wird davon abhängen, ob wir zumindest bei der Elite, also den Leuten, die an den Schalthebeln sitzen, ob wir da genug Aufgeschlossenheit für so ein vernünftig verantwortliches sich orientieren wecken können, sodass zumindest die anfangen, Spielräume zu geben für Modellversuche, die dann anfangen können, auch ins Übrige auszustrahlen. Aber ich komme nochmal zurück. Also ein Teil der Bildungsarbeit kann von Anfang an auch sein, dass wir eben schauen, also wenn bei den Bonobos da die Hippie-Kommune schon funktioniert hat und bei denen war es jetzt noch ohne, ich sag mal, den Kosmoshorizont des menschlichen Geistes, sondern das waren irgendwelche emotionalen Mechanismen, ob man es Instinkt nennen will oder nicht, ist egal. Jedenfalls, es war ja noch ohne diesen Denkhorizont. Wenn der mit dazukommen kann, wo, Wechsel 4. ja, Ich bitteschön. will gerade mal ergänzen zu den Bonobos. Das habe ich vorhin vergessen einzuschieben. Du hast es ja schon richtig erwähnt. Vielleicht haben die Bonobos gar niemals Konkurrenz oder Leistungsdruck oder Wettbewerb gespürt, sondern das ist einfach ein biologisches DNS-artiges Programm, das da heißt, dass jedermann halt so gut er kann, Fruchtbäume sich merkt beim Rumstreifen. Und wer da eben fähiger ist und sich mehr merken kann, kann den Frauen und Kindern in dieser Pose die Hände ausstrecken, die reifsten Früchte des Bäumes den Frauen und Kindern anzubieten, die sie ihm dann aus der Hand nehmen. Und wodurch er anerkannt wird, oh, er hat uns schon wieder einen tollen Fruchtbaum mit herrlichen Früchten geschenkt, ja, dass das ganz ohne Leistungsdruck geschieht. Jeder Mann macht das halt so gut er kann. Und dann kommt es eben irgendwie ein bisschen zu einem etwas intensiveren Sexleben mit diesem Mann als mit den anderen Männern. Die haben auch ein tolles Sexleben, aber nicht bei mit ihm ein ganz bisschen intensiver. Und die Frauenkörper haben eine innerbiologische Schaltung, die wir ja mittlerweile verstehen in der Biologie, dass sie den Samenzellen dieses Mannes etwas Vorsprung geben auf dem Wettrennen hin zur Eizelle, durch den Eileiter hoch sozusagen. Und dadurch kommt es dazu, dass diese Bonobos mit den größten Fähigkeiten auch die meisten Kinder bekommen. Aber das ist ganz ohne Stress, da leidet niemand, da hat niemand Stress. Das wird vielleicht sogar noch nicht mal bewusst empfunden als ein Wettbewerb. Ja? Vielleicht wird das gar nicht empfunden, aber die biologischen Prinzipien sind trotz all der Entspanntheit voll erfüllt. Jetzt kommt nur die Schlüsselfrage, die dann sich eben noch stellt. Warum haben die Savannenbonobos aufgehört zu schenken, als die Händler anfingen und sagten, igittigit, eure Scheißgruppenehen, hört auf damit, dieser ewige Sex, das ist ja ekelhaft und widerwärtig. Und als dann die Frauen eingeschüchtert, also ihre Liebesleben eingeschränkt haben, haben die Männer ja komischerweise aufgehört zu schenken. Denn wir stellen ja fest, dass die Männer nicht mehr so schenken wie früher. Ja? Also, und dieses Aufhören der Männer des Schenkens, das müssen wir ja erklären. Warum haben die das gemacht, wenn sie in sich eine selbstlose Natur gehabt hätten? Und wir müssen uns klar sein, vor 400.000 Jahren hatten wir schon 1, circa 1,3 Liter Gehirnvolumen. Wir waren also schon fast so von der Gehirngröße wie heute. Wechsel. Ja, ich kann da den Faden von mir dann fortsetzen und vielleicht ist das eben eine Erklärung. Wechsel 2, ja, Wechsel 2. Genau. Also, ich hatte gesagt, da waren irgendwelche, wie auch immer wir sie nennen, Emotionalmechanismen, die da die Bonobos schon in ihrer Hippie-Kommune leben ließen und sie haben jedenfalls überwiegend teilen, schenken, Liebe gespürt. Also das ist anzunehmen. Und ich denke, dann kam ja mit dem Wechsel zum Menschen eben auch eine Erhöhung des geistigen Potenzials. Das heißt, es ging auch nicht mehr nur noch darum, Früchte zu schenken, sondern dann kam die ganze Werkzeugintelligenz des Menschen und die soziale Intelligenz und die philosophische Intelligenz, alles kam mit ins Spiel. Und ich glaube, dass das zum Teil vielleicht einfach auch eine Erklärung ist,
warum aus diesem sozialen, tollen Verhalten der Bonobos die Menschen ausscheren konnten. Sie konnten sich was anders denken. Sie konnten sich denken, oh, wenn ich für mich jetzt Vorteile suche, vielleicht habe ich mehr davon, als wenn ich einfach so in diesem Wechsel Wiesen 4. bin. Da genau sagt jetzt die Naturwissenschaft, das ist ein zu ungenauer Übergang. Es gibt in all diesen Philosophien gibt es diese ungenauen Übergänge. Es war nämlich viel genauer. Wir wissen ja mittlerweile genau, wie es war. Vor 2,5 Millionen Jahren waren wir in der Savanne, hatten schon den aufrechten Gang, hatten die Hände frei. Die Hände spezialisierten sich zu baufähigen Werkzeugen, während Bonobos Bäumekletterer bleiben mussten und die Hände plump blieben. Ne? Und wir haben, unser Gehirn hat erst dann angefangen zu wachsen, als wir mit Hilfe der Hände die ersten Steinmesser und Steinhämmer herstellen, produzieren konnten. Und dann rechnete sich plötzlich ein größeres Gehirn, nicht wegen, weil wir uns neue Sachen ausgedacht haben oder höhere geistige Fähigkeiten hatten, sondern einfach nur, weil ein größeres Gehirn konnte mit den Händen raffiniertere Steinmesser und Steinhämmer herstellen. Und das konnte in Nahrung umgesetzt werden, in mehr Nahrung umgesetzt werden. Und dadurch konnten die mit den großen Gehirnen auch tatsächlich mehr Kinder in die Welt setzen, weil sie sich sowohl das Gehirn ernähren konnten, als auch die Kinder ernähren konnten. Und deswegen war da erstmal überhaupt nichts Hochgeistiges, sondern einfach nur die freien Hände und die Steinmesser und die Steinhämmer führten dazu, dass die Gehirne anfingen, nach oben hin zu wachsen. Und wir wuchsen von 500 Gehirnvolumen Richtung 1500. Ein Liter Zuwachs. Wechsel. Ja, Also okay. bitte keine ungenauen Übergänge. Wechsel Genauigkeit. zwei, doch, denn doch, weil ich sage, dass das mindestens die Entwicklung wie zwischen Huhn und Ei dann war, eine Wechselwirkung zwischen dem, was da an äußeren Intelligenzerweiterungen und technischen Umsetzungen war. Also nach meinem Kenntnisstand geht man auch davon aus, dass die menschliche Intelligenz sich am Anfang ein ganzes Stück weit in Verbindung mit dem Lösen technischer Probleme dann auch weiterentwickelt hat und sich darin äußerte. Und ich bin der festen Überzeugung, wie auch immer man den Übergang sich vorstellt, er war jedenfalls da. Und der Mensch ist im Unterschied zum Bonobo sowohl zur Werkzeugintelligenz wie zum Egoismus in dieser Art und Weise, wie es die Bonobos nicht können, imstande. Und er ist fähig zu einer globalen oder kosmischen Sinnvision, wie es ihm sein Denken ermöglicht, was die Bonobos auch nicht können. Und infolgedessen stehen wir heute in mehreren Spagats oder Zerrissenheiten da. Wir haben diese Werkzeugintelligenz, sodass auch die Frauen heutzutage nicht mehr wie in den Bonobo-Kommunen einfach gucken werden, wer bringt die größten Früchte. Wir haben da ja schon früher öfter drüber geredet. Natürlich würden Frauen heute auch auf andere Leistungsfähigkeiten schauen. Also wer ist der größere Werkzeugerfinder oder wer ist der größere soziale Lehrer? Oder halt vielleicht auch, wer ist der größere Verantwortungsphilosoph oder wie man das nennen will. Das heißt, die Maßstäbe insgesamt haben sich ungeheuer erweitert und man muss sich fragen, was bedeutet Wechsel. das für die menschlichen Möglichkeiten? Jetzt hat nur noch Jannik Zeit. Ich schenke euch meine Restzeit. Ah, ich kann ja kurz, Wechsel 2. Ich mache meins kurz noch rund. Wir müssen auf jeden Fall auch sehen, dass wenn schon bei den Bonobos es aus anderen emotionalen Mechanismen geklappt hat, mit der weitgehenden Liebes-, Schenk-, Teilen- und ja, Zärtlichkeitskultur, dann kann es mit Sicherheit auch so sein, dass die entstandene Fähigkeit des Menschen, sich des kosmischen Sinnzusammenhangs bewusst zu werden, dass ihm das auch eine Verstärkerwirkung geben kann, dass er sagt, ich mache das jetzt nicht. Also der Bonobo hat es ja wahrscheinlich auch nicht bewusst so gemacht, dass er sich gedacht hätte, ich krieg dann jetzt mehr Nachkommen.
Aber so der Mensch jetzt heute könnte sagen, wow, ich spüre meine Geistseele und die sagt, ich kann vernünftig denken und sollte für Sinn im Ganzen denken, das ist meine höchste Erfüllung und ich brauche nichts anderes mehr. Oder jedenfalls, ganz bescheiden gesagt, ist es ein Verstärkereffekt dafür, einfach das zu tun, was im Ganzen sinnvoll und richtig ist und diese kosmische Verantwortung wahrzunehmen und das als den größten Flash zu erleben. Ja, ich mache mal weiter in Janeks Zeit. Genau in diesem Ungenauen würde ich den Irrtumsaspekt sehen oder das nicht ganz realistische Menschenbild. Wir müssen doch erklären, dass die Bonobo-Männer irgendwann aufgehört haben zu schenken, denn heute schenken sie so nicht mehr. Sie schenken Blumen, wenn sie eine Frau bewerben, aber sie generell in der Gesellschaft läuft der Mann nicht rum und beschenkt die anderen Menschen. Das tut er nicht. Ja, so eine Frau, die er gerade hofiert, der schenkt ja Blumen, ja. Der schenkt ja vielleicht sogar eine Wohnung oder ein Appartement. Aber im großen Ganzen schenkt der Mann von heute nicht mehr. Und das müssen wir doch wissenschaftlich erklären. Und da gibt es eben leider nur eine logische Erklärung. Die Bonobos und die Savannenbonobos. Wir vor 400.000 Jahren die Savannenbonobos, die Bonobos machen das heute noch. Die Bonobo-Männer schenken die Fruchtbäume an die Frauen und Kinder. Und die Frauen schenken ihre Liebe an die anderen Frauen, aber besonders auch an die Männer, ja? Und natürlich auch an die Kinder. Und solange das eine gewisse Waage sich hält, schenken die Männer immer weiter. Ich kann mir nur eine naturwissenschaftlich vernünftige Erklärung geben, warum das Schenken der Männer aufgehört hat. Weil die Händler die Liebe verteufelt haben und damit die Frauen mit ihrem Liebe schenken quasi heute noch Symbol Hexenverbrennung. Die Frauen, die besonders sexuell anziehend waren, wurden mit dem Hexenhammer, mit der Hexenbulle oder wie das alles so hieß, wurden die dann also mit dem Hexenhammer quasi eine Frau, die den Mann zur sexuellen Gier reizt, ist vom Teufel besessen und muss verbrannt werden. Ja? Und das hat schon vor 400.000 Jahren begonnen, denn der Kapitalismus war der eigentliche, die eigentliche Sexualitätsverfolger, nicht die Kirchen, sondern der Kapitalismus ist schon immer der Feind der Sexualität. Ja? Und ich kann keine andere Erklärung erkennen, als die Bonobo-Männer haben aufgehört zu schenken, weil die Frauen wegen der Händlermanipulationen, der vorderdringenden Irrtümer der Händler, die Sexualität anfingen zu unterdrücken und einzuschränken und dann hörten die Männer auf zu schenken. Öffi, sag du noch mal was. Es ist noch eine Minute Zeit vom Janek. Ja, gern. Wechsel 2. Dylan, wir sind doch Wissenschaftler. Vor dir sitzen zwei Exemplare, die handeln unabhängig davon, ob die Frauen jetzt uns den Sex schenken oder nicht. Für uns ist es so, dass unsere Vernunft, Seele und unser Gewissen, unsere Möglichkeit, so ein kosmisches Bewusstsein zu haben, ist der Grund, dass wir so schenken wollen, wie es im Ganzen passt. Also organisches Schenken. Alles soll seinen richtigen Platz und sein richtiges Maß im Ganzen bekommen. Das ist der tollste Vernunft- und Gewissens- und Liebesflash, der in unserer Seele sein kann. Deshalb wollen wir so leben. Das heißt, ich sage nicht, das ist jetzt übertragbar auf die Masse und das ist easy zu übertragen oder wie auch immer. Aber es gibt da zwei Exemplare, die sind so drauf. Da sind wir aber am entscheidenden Punkt eben. Da sind mir zwei nicht ausreichend. Verstehst du? Ich will die Welt mit 8 Milliarden Menschen. Da muss ich wenigstens. Wechsel 4. Jetzt haben wir alle wieder 5 Minuten. Wechsel 4. Neue Runde. Ich will ja zwar nicht, ich muss nicht 8 Milliarden Menschen jetzt erreichen. Ich muss aber mindestens all die Entscheider der Welt erreichen. Und das sind die Reichen unter die Erfolgreichen unter den politischen Kasten, unter den Journalistenkasten und unter den Geldkasten und den Reichen sozusagen. Und da muss ich die Entscheidungsträger, die Kapitänskajüte, da muss ich zum Gespräch
da die Leute erreichen, dass ich mit denen ins Gespräch komme, weswegen ich ja sogar bereit bin, mit dem Büro Friedrich Merz dann zu konferieren, ja, und mit ihm darüber zu reden, dass die GWÖ, GWO-Kombi die wesentliche Verbesserung dieser hochproblematischen sozialen Marktwirtschaft darstellt. Und die CDU ahnt auch schon, dass da was gemacht werden muss. Ja, soweit sind die auch schon. Ne? So, und jetzt aber der entscheidende Punkt ist wirklich, wenn ich jetzt zwei Leute habe, ich muss aber eigentlich, sagen wir mal so, auf der Welt 100.000 Menschen Minimum erreichen, die das überhaupt dann erstmal in die ganz große öffentliche Diskussion bringen, so dass dann vielleicht wirklich 51% der Wähler sagen, ja, also ich will die GWÖ-GWO-Kombi zum Beispiel als realpolitisches System. Ich will dann auch sozusagen, dass dann die Hausarztgesundheitsgemeinschaften eine Kommunenwelt aus uns wieder machen. Ja, das ist allerdings den Leuten schwerer beizubringen als die GWÖ-GWO-Kombi. Wechsel 2, wenn ich kurz darf, Dylan. Ja, Wechsel 2. Und man könnte sagen, so wie GWÖ-GWO-Kombi, so bieten wir diesen 100.000 der Elite der Welt sozusagen an. Leute, wie wäre es denn, wenn ihr auch euren Anspruch ernst nehmt, eigentlich eine Verantwortungsdemokratie zu sein, statt ein Korruptionsladen? Wäre doch auch gar nicht nichts, ne? Was euch auch ein Stück weit motivieren könnte, eine Veränderung mit anzuleiten. Wechsel 4. Ja, weswegen wir ja, wir sehen ja unsere Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung, die gehört ja zur GWÖ-GWO-Kombi. Das ist ja die Beendigung aller Korruptionsgeschehens, weil nämlich der Politiker, wir fragen quasi den Politiker, was für Ausgleichszahlungen müssen wir euch geben? Was müssen wir euch schenken von Staats wegen, damit ihr darauf verzichtet, hinterher wie Schröder von Gazprom Geld zu bekommen? Ja, was für Ausgleichszahlungen geben wir euch jetzt, dass ihr als Bundestagsabgeordnete 700 Stück damit zufrieden seid, dass ihr in die Landesparlamente rückt und dann die Spitze der Landesparlamente werdet und wir dann eine Bundesländer-Bundesliga haben? Das heißt, ihr regiert zum Beispiel NRW oder Hessen, oder ihr regiert Berlin, ja, oder ihr regiert Bayern. Und es gibt 16 Bundesregierungen, 16 Bundesländer mit 16 Bundesregierungen. Und dass wir dann dazu übergehen, weil es Wechsel 2. Genau. Dylan, das, was du sagst, ist sozusagen das Angebot an die Politiker. Wie viel Geld müssen wir euch geben, um euch zu kaufen, damit ihr nicht mehr von den anderen gekauft werden könnt? Also wie können wir eure Bestechlichkeit dadurch aufheben, dass wir euch bestechen mit Geld? Es kann, das Wechsel, ist, kann sein, Wechsel dass das... Vier, ja, ja. Genau, das ist aber das, was wir machen müssen. Sonst sagen die einfach, da spielen wir einfach nicht mit. Und dann scheitert es. Wir müssen schon denen das geben, was sie in ihrer Karriere erwartet haben. Und wenn das erwartet, die Erwartung war, dass sie von Gazprom 2 Millionen kriegen, dann geben wir ihnen doch gerne diese 2 Millionen. Das sind doch nur 700 Leute. Das sind doch Peanuts. Geben wir ihnen, wir bezahlen die aus, damit sie zustimmen einem fairen Gesellschaftssystem. Ja. Wechsel 2, kann ja sein, dass das bei ganz vielen Leuten nicht anders geht, auch wieder so wie bei den einfachen Menschen, dass man ihnen Belohnungssysteme, Leckerlis hinstreuen muss, damit sie das Richtige tun. Kann sein, dass es bei den vielen Politikern nicht anders geht, als dass man sie kaufen muss, damit sie nicht von anderen gekauft werden. Aber auf jeden Fall ist es eine mögliche Motivationsargumentation auch zu sagen, Leute, wer von euch hat vielleicht den Ehrgeiz, nicht von der einen oder anderen Seite gekauft werden zu müssen, weil er bestechlich ist und korrupt und das ist seine Letztmotivation, sondern inwiefern könnte man aus dem Motiv heraus, ein Verantwortungspolitiker zu sein und nicht bestechlich zu sein, das Richtige mitentscheiden wollen? Wechsel 4. Genau da sind wir an dem Knackpunkt. Für das, was ihr beide jetzt repräsentiert, sagen wir 20. Ich mache jetzt mal aus euch beiden 20. Aber ich halte es bei Kenntnis des Menschenbildes und dass wir alle aus DNS gebaut sind, nicht für möglich, dass Politiker, die ihr ganzes Leben ja nur deswegen aufgestiegen sind in der politischen Hierarchie,
weil sie rücksichtslos egoistisch über Seilschaften und Vetternwirtschaft und Kugelei und Mauschelei sich hochgeschlichen haben durch Vorteilsversprechungen und Vorteilsannahme und Geschenkeannahme und wechselseitige Vorteilsgaben und so weiter, dass genau diese Leute, ohne dass wir sie ausbezahlen, fair ausbezahlen, so dass sie zufrieden sind, sozusagen, dass wir die da in den Griff kriegen würden. Also diese Idee, dass gerade diese Leute, die ihr ganzes Leben absolut eigennützig immer in die eigene Karrieretasche gewirtschaftet haben, dass du es gerade schaffen wirst, diese umzuerziehen. Ich glaube, das sind die Letzten, die wir umerziehen können. Deswegen müssen wir die auszahlen. Wechsel! Ja, dann sage ich mal, wir sollten ihn aber allein... Wechsel 2, ja? Ja, nicht vergessen. Zwei. Ich denke, wir sollten ihn aber die Chance zumindest erklären, dass es auch möglich ist, statt des bestechlichen, korrupten Menschen, der so seine Politkarriere gemacht hat und deshalb jetzt von Dillen und den Wissenschaftlern als abgeschrieben bezeichnet werden muss, er kann nur noch gekauft werden, weil er nicht mehr zu echtem Verantwortungshandeln fähig ist. Wir sollten ihm das zumindest ins Gesicht sagen und ihnen die Einladung aussprechen, dass sie da auch die Möglichkeit haben, vielleicht doch die Weiche in ihrem Inneren anders zu stellen, andere Menschen zu sein, sich dadurch vielleicht entscheidend wohler zu fühlen, also in der Menschenwürde auch und so. Es ist doch nicht so menschenwürdig, ein Korruptionswesen zu sein. Also wir sollten ihnen die Chance auf jeden Fall geben. Und auch wenn viele dann gekauft werden müssen, genauso wie wenn viele aus der Masse vielleicht die Belohnungseffekte, die Leckerlis brauchen, wir sollten auf jeden Fall die, bei denen es funktionieren kann, nicht aus dem Auge verlieren und nicht ja, wegfallen lassen, sondern wir sollten es fördern, so gut wie es geht. Wechsel heißt das. Wechsel. Wechsel. Ja, ich habe keine Zeit mehr auf der Uhr. Okay, okay, dann sag, kann ich ja Wechsel 3 vielleicht nochmal was sagen. Und zwar, also ich versuche auch gerade mir gedanklich zu überlegen, also oder mal anders gesagt, wenn du Dillen mit deinem System sozusagen richtig liegst, ne, dann müsste das ja auch ziemlich durchstarten wie eine, ja nicht wie eine Rakete, aber zumindest gut nach vorne gehen können, weil es dann ja auch so sinnvoll ist und so logisch und dass die Leute es dann packen könnte. Weil ich glaube nämlich, dass man die Leute dann erreicht, wenn die halt wirklich, wenn die begreifen, dass sie durch die Sache, die man ihnen andreht, tatsächlich selber einen Nutzen haben. Also bei den in der normalen kapitalistischen Werbung ist es ja immer ein Scheinnutzen. Also durch die neuestes Parfüm wirst du schön und attraktiv. Das stimmt aber vielleicht eigentlich gar nicht so. Also da gibt es nur den sogenannten Scheinnutzen. Und wenn man den aber wirklich bewusst machen kann, dass sie mit einer bestimmten Sache einen wirklichen Nutzen haben, dann sollte es eigentlich auch keinen Grund mehr haben, dass dann sollte es auch keinen Grund mehr geben, weshalb die Leute davon irgendwie abgeschreckt oder da nicht drauf eingehen. So. Und deshalb versuche ich halt zu überlegen, warum oder ob es da jetzt, sag ich mal, einen Reibungspunkt gibt, der für mich nicht ganz klar ist. Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal gedanklich mitnehmen mit dieser GWÖ-Geschichte. Ja, das kann ich dazu jetzt gerade noch sagen. Und ich gebe meine Restzeit an euch ab. Ja, da gehe ich mal drauf ein. Erst einmal schon mit dem Durchstarten. Das ist leider nicht so. Man muss sich das nochmal klar sein. Mein Grundstandpunkt ist derselbe wie Professor Stephen Hawking. Die Menschheit ist schon verloren. Da tut sich nichts mehr. Und verloren heißt nur, sie ist für glücklich werden verloren. Sie wird halt einfach immer unglücklicher und siecht so vor sich hin, jetzt mit Klimaerwärmung und mit dem und dem, und siecht so vor sich hin und das Leiden wird immer größer. Aber die entscheidende Aussage ist die, zum Beispiel die GWÖ, warum kann die es nicht schaffen, außer in der GWÖ-GWO-Kombi? Weil sie
von Hass gespeist ist. Die GWÖ, hinter der steckt eigentlich ein Hass auf die Reichen. Und der ist in der Gesellschaft ganz stark. Da gibt es ganz viele Menschen, die würden am liebsten den Reichen gerne mal den Schädel einschlagen und dann vielleicht selber Stalin oder Honecker und Mao werden, sozusagen. Und dieser Hass auf die Reichen, der führt bei der GWÖ dazu, dass jetzt die Reichen die GWÖ hassen. Und dadurch, dass die Reichen die GWÖ hassen, das gibt also 15 Artikel, wo die Reichen bei Focus Online und in den großen Medien hasserfüllt lächerlich machen die GWÖ, ja, obwohl sie den richtigen Grundansatz hat. Aber das ist der Punkt, wenn ich mit Hass auf die einen zugehe, antworten die mit Gegenhass. Und das führt uns nicht weiter. Und das heißt, durch Staaten kann es deswegen nicht, weil die ganzen Menschen im Kapitalismus unterschiedlich, die einen sind hasskrank, die anderen sind durch andere vorteilbringende Irrtümer manipuliert und so weiter. Durch Staaten wird gar nichts, sondern wir müssen mühsamst versuchen, den Leuten klarzumachen, den Entscheidern in den Kapitänskajüten klarmachen, dass die GWÖ-GWO-Kombi so sehr auch die Entscheider liebt, alle Menschen liebt, aber auch die Entscheider liebt und sagt, wir kommen, um ihnen ein besseres Leben zu schenken, genauso wie wir jedem anderen Menschen auch ein besseres Leben schenken wollen. Ja, und dieses, aber was die Reichen hören werden, wer ist nur, aha, die wollen auch mir und meinen Enkelkindern, meinen Urenkelkindern, meinen Ururenkelkindern ein besseres Leben in einer saubereren Umwelt, mit gesünderer Nahrung, mit weniger Krebs, mit weniger Krankheit, mit einem längeren, glücklichen Leben, auch für uns als reiche Unternehmerfamilie. Wollen die auch schenken. Die werden nur das hören, dass wir auch den anderen damit zu einem besseren Leben verhelfen, weil das System ja nur flächendeckend eingeführt werden kann, mit Wohlfühlstimme und allem. Ja, das ist ja dann ein weltweites am Ende System. Das ist eben der Weg. Ja, also neue Runde. Ich mache Wechsel 4. Neue Runde. Wir haben wieder jeder Konto voll. Halt. Ja, wir können mal gucken. Also wir haben mal. Taro, warte, stopp mal. Kann das sein, Öffi, dass du noch Zeit auf der Uhr hast? Kann durchaus sein, ja, ja. Ja, dann bist du jetzt dran. Okay, ja, ich kann hinzufügen. Wechsel 2, also ja. Wechsel 2, genau. Ich versuche, mich daran zu gewöhnen. Wir können dir mal vor, wir hätten 6 Uhren. Ja, also wir könnten den Elite-Menschen ja sagen, liebe Leute, es wird für euch schöner. Warum also nicht? Dass den anderen auch schöner geht, muss euch doch nicht hindern, dass ihr das für euch Schönere wählt. Und ja, da könnt ihr euch aussuchen jetzt, braucht ihr die größeren Bestechungsgelder oder ist es eure Würde als Mensch, dass ihr Verantwortungspolitiker seid statt Korruptionswesen? So, sucht es euch aus. Ihr könnt auswählen, ne? Was euch am meisten beeindruckt, das nehmt, aber auf die Weise könnt ihr euer Verhalten ändern. Bin fertig. Ja, neue Runde, würde ich sagen. Ja, die letzte können wir noch machen. Wir haben so 47, um 10 können wir zum Schluss kommen. Eine Runde ja, noch, ja? Ja, okay. Also Wechsel 4. Ja. Das Entscheidende, glaube ich, ist, Öffi hat es eben angedeutet, dass ich habe ja gesagt, dass ich meine, dass winzige Nuancen darüber entscheiden, ob eine Strategie eventuell völlig erfolglos ist oder ob sie Erfolg haben kann. Eine Aktionsstrategie. Und jetzt, wenn ich den Leuten, den Politikern ins Gesicht sage, dass sie doch aufhören sollen mit diesem korruptionsartigen Spiele, dann mache ich gleichzeitig, dass sie schon jetzt in der Sekunde das Gesicht verlieren oder das Gefühl bekommen, das Gesicht zu verlieren. Ich würde das ihnen gegenüber gar nicht ansprechen wollen, weil ich weiß, dass Menschen, als ehemaliger Psychoanalytiker weiß ich, dass Menschen versuchen, nicht das Gesicht zu verlieren. Also würde ich ihnen ich würde die Bauchpinseln so gut ich könnte, ich würde sie so freundlich und wie höflich wie möglich behandeln und einfach nur ihnen erklären,
dass sie selber, dass ihre individuelle Karriereplanung und das, was ihre Frau von ihnen erwartet, was sie mal an Geld verdienen, wie Gerhard Schröder oder sonst wie, ja, dass sie das auch alles von uns bekommen und dass das garantiert wird, ja. Aber dass wir danach eine Demokratie haben, in der die das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und der Wohlstand aller Wählerinnen eines Bundeslandes darüber entscheiden, ob jemand weiterhin regieren darf oder seine Karriere durch vorgezogene Neuwahlen vorzeitig beendet wird, weil er eben nicht in der Lage war, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand bei den Wählern seines Bundeslandes so gut zu verbessern, wie das andere Bundesländer getan haben. Ja, wenn die Bayern plötzlich mit ihren Parteien und Landesregierungen, und jetzt kommt das Entscheidende, Öffi, das wirst du gerne hören, die Parteien selber, die Landesregierungen werden die Frack ins Leben rufen. Die werden nämlich sagen, liebe Bürger, liebe denkende Bürger, kommt zu uns und sagen, was wir falsch machen. Sagt uns, wo wir uns irren. Sagt uns, was ihr für bessere Ideen habt. Denn nur wenn wir das dann umsetzen und die Wähler noch bessere Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten, Langlebigkeit und Wohlstand entwickeln in dem Bundesland, nur dann mache ich weiterhin Karriere als Politiker. Wobei das dann, wie gesagt, für die neue Generation der Politiker gilt, die ja nichts dagegen haben können, weil sie ja noch gar nicht in Amt und Würden sind. Aber die etablierten Politiker wissen, ja, also ich hab mein Auskommen, ich habe ausgesorgt und jetzt die nächsten Generationen, die kommen, für die ist es jetzt dann ganz selbstverständlich, dass die entweder das Wohlfühlen der Menschen verbessert oder ihre Karriere wird beendet. Das sind dann halt neue Bedingungen. Denen haben die Alten zugestimmt, weil wir sie ausbezahlt haben. Ja, fair ausbezahlt haben. Aber die Neuen hatten dagegen ja nichts, konnten nichts dagegen sagen. Die waren ja noch neu. Die waren ja noch Anfänger, ja, in der Politik. Ja, und vielleicht für mich so zu sagen, das ist so der Punkt, minimale Unterschiede im Weltbild, weswegen ich ja sage, wir brauchen mehr Manpower dabei, erstens die ganzen Alternativen zu bündeln und zweitens mit der großen Politik ins Gespräch zu kommen, dass wir irgendwann auftreten können. Alle Alternativen Deutschlands sind sich einig, dass wir einen bestimmten Weg gehen müssen. Und liebe Politik, es gibt jetzt diese eine oder zwei zu diskutierende Alternativen zu dem jetzigen Kapitalismus oder sozialen Marktwirtschaft, bei denen ihr ja auch schon merkt, dass damit gewisse Probleme verbunden sind. Wechsel erstmal. Ja, wechselt mal, kann ich dann sagen. Dylan, also ich glaube, so mein Feeling sagt mir, dass diese Dreifachkombination, dass man den Elitenleuten sagen kann, Leute, ihr habt die Wahl, ihr könnt sagen, dass ihr da ja, das Korrupte weitermachen wollt. Ihr könnt sagen, also als erste von den drei Möglichkeiten, ich mach's, weil ich eben dadurch auch ein schöneres Leben habe mit, was weiß ich, meiner Frau und meinen Kindern. Es schafft, also wenn ich da so wie die Bonobos das an... Excel 4, ganz kurz. Schon wenn du mit den Leuten das Wort korrupt aussprichst in ihrer Nähe und als auf sie gemünzt, blocken die ab, schalten ab und reden nie wieder mit uns. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Nein, denn ich glaube da, wir können den Leuten doch nicht völlig irgendwelche Fassadenwischereien oder Lüge und Betrug auftischen, als ginge es nicht darum. Die machen doch selbst auch ständig sowas wie Korruptionsthema oder Antikorruptionsbekämpfung und so. Heute erst habe ich gelesen, dass der Biden sich da vielleicht die Beziehungen zum Linksregime in Honduras verscherzt, weil er dafür ein Antikorruptionssystem auch eintritt und dafür arbeiten will. Also wenn wir hingehen würden und würden sagen, Leute, wir behandeln euch jetzt mal so, dass wir das Wort Korruption nicht in den Mund nehmen dürfen, weil sonst seid ihr schon alle weggesprungen. Ich glaube, das ist nicht realistisch auch. Aber ich habe einen anderen Vorschlag. Also ich wollte sagen, erstmal, man tritt vor die Leute hin und sagt, es gibt drei Möglichkeiten.
ihr handelt jetzt verantwortlich, entweder weil ihr seht, das tut euch besser und euren Familien, ne, dann habt ihr euch alle, könnt ihr euch alle besser so liebevoll sehen und behandeln. Zweitens, ihr kriegt die bessere Korruptionsbezahlung, also ihr werdet besser bestochen von uns als von den schädlichen Korruptionsquellen. Und drittens, ihr macht es, weil ihr Verantwortungspolitiker sein wollt, statt Korruptionswesen. Also ihr macht es Wechsel letztlich 4, aus dieser Würde Wechsel heraus. 4, ganz kurz nur. Ja, es reicht doch, wenn der Politiker weiß, dass er seine Wünsche befriedigt werden, die seiner Frau befriedigt werden, er sein Haus bekommt, seine Villa oder was auch immer, auf Staatskosten, aber dass er ab dann ein System zulässt, wo ein Politiker eine konkrete Lebensverbesserungsleistung gegenüber den Menschen erbringen muss, wenn er erfolgreich sein will. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Nein, aus meiner Sicht ist es so, genauso wie wir überlegen, welche Konzepte da sind als oberste Steuerungsebene. Und da waren wir auch beim letzten Talk ja schon einig, man müsste eigentlich zumindest bei denen, die am Steuerruder sind, die Kapitänskajüte und das Steuerruder, da müsste man auch die aufs Ganze gesehen von den Folgen her verantwortliche Steuerung mitdenken oder planen können. Und ich habe einen anderen Vorschlag, wenn du sagst, es ist die Gefahr, dass die wegspringen, weil sie das Gesicht verlieren. Da kann man doch viel leichter eben agieren. Man kann mit ganz offenen Karten spielen und kann sagen, Leute, welche Entscheidung ihr trifft, also wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt das Bestechungsgeld, damit seid ihr nicht jetzt hier vor den Augen der Öffentlichkeit. Es gibt anonyme Wege, euch zu entscheiden, welche der drei Möglichkeiten ihr bevorzugt, damit wir zu einer verantwortlichen Politik kommen können, statt einer korruptionsgesteuerten Politik. Und aus allen drei Motiven kann es sein, und wir werden mit euch gemeinsam überlegen können, wie das so läuft, dass keiner sein Gesicht verliert. Also da lassen sich ja andere Mechanismen denken und entwickeln, statt so zu tun, als gäbe es die Thematik nicht. Alles klar, ja, das wäre meins. Wechsel. Ja, dann sage ich mal kurz Wechsel 3 und ich würde, weil mir jetzt gerade irgendwie nichts Geistreiches einfällt, würde ich jetzt euch beiden wieder meine Zeit schenken und aufmerksam zuhören. Okay, dann mache ich mal kurz Wechsel 2. Also ich glaube sogar mal ganz positiv in die Zukunft schauend, die es ja vielleicht gar nicht gibt, die positive Entwicklung der Zukunft. Aber wenn es so ist, dass gesichert ist für jeden der jetzigen Politiker, von denen du sagst, die sind eigentlich so korruptionsverseucht, dass man bei denen am letzten vielleicht sogar hoffen könnte, dass sie da sich für eine korruptionsfreie Verantwortlichkeit entscheiden. Aber ich kann mir vorstellen, wenn die zwischen diesen verschiedenen Wahlmöglichkeiten wählen können und auch wählen können, wie weit sie dabei im Nebel sozusagen nicht gesehen werden, wie sie sich entscheiden, um jetzt der Entwicklung Raum zu geben oder zumindest nicht mehr im Wege zu stehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die sich deshalb so entscheiden, weil sie mit ihrer Familie dann wohl sich wohler fühlen können und dass die sich so entscheiden, weil sie besser von uns bestochen werden als von irgendwelchen anderen Leuten, dass die sogar alle dann sagen könnten, wenn es jetzt darum geht, okay, und wen setzen wir dann jetzt ein in die höchsten politischen Ämter, dass sie diejenigen wählen, die sich ohne Blick auf ihre Familie und ohne Blick auf Bestechungsgelder einfach für Verantwortungsdemokratie statt Korruption entschieden haben. Also ich halte da ganz viel für möglich, vor allem, weil keiner ja dadurch noch was verliert dann. Ja, jetzt rede ich mal einen Teil von der Jannik-Zeit. Es ist folgendermaßen, ich rede ja ständig mit diesen Leuten und ich sage dir jetzt mal das, was meine Erfahrung mit diesen Leuten ist. Die sitzen da, die halten sich für 1000-mal bessere Menschen als dich und mich und auch als 1000-mal schlauer als unsere 22 Professoren. Ich habe Journalisten erlebt, die haben gesagt, lassen Sie doch uns seriöse Journalisten und uns seriöse Politiker unter uns diese Welt gestalten und lassen Sie, also die Könner das machen und reden Sie nicht mit Ihrem wissenschaftlichen Unfug da rein. Das ist die Grundhaltung. Die sind also überzeugt, sie sind in Wirklichkeit die viel besseren Menschen als wir.
Und jetzt gehst du hin. Und ich habe gerade letztens mit einem solchen Doktor, den Dr. Bauernfeind im Bundeskanzleramt telefoniert. Da hast du beim Hören gehört, wie die Nase nach oben geht und so. Wir wissen alles. Wir wissen, wie das mit der Nachhaltigkeit ist, wie das mit dem Klima ist. Wir können alles, wir wissen alles und so weiter. Und jetzt das Problem aller, jetzt sage ich mal aller Querdenker auch, ist, dass sie immer denken, sie müssten irgendwo einen Bösen sehen und den Bösen dann auch kritisieren und angreifen. Aber denkt euch mal in die Position des Weltrates, nur dieser eine Gedanke noch, dass wir sagen, geht doch mal davon aus, dass es gar keinen Bösen gibt, sondern nur sich irrende Menschen. Dann mit der Perspektive kann man sagen, dass ich den Politiker eigentlich ganz liebevoll und freundlich behandeln muss und versuchen muss, für etwas zu gewinnen, was für ihn eine Win-Situation ist und für uns eine Win-Situation. Eine Win-Win-Win-Win-Situation ist. Und mehr kann ich nicht schaffen. Wenn ich hinkomme und von Korruption rede oder irgendwas, dann fängt er an, wird böse und dann sagt er, mit solchen Idioten rede ich nie wieder. Ja? Ich gehe mal wechseln, weil Öffi, du kannst ja auch von seiner Zeit nutzen. Und du hast auch noch ein bisschen eigene. Wechsel. Ja, also Wechsel 2. Also erstens, keiner wird so reden. Und ich habe ja jetzt auch wirklich, also ich besaß in Maischberger den Verbraucherminister von Bayern, der Bärbel Höhne, dem, wie heißt der, Tichy und sowas gegenüber und habe mit ihnen darüber diskutiert. Nein, also ich kann nicht sagen, dass die dagegen sprechen oder jetzt dann sagen sie, oder jetzt sie fühlen sich da so überlegen oder haben da was zu bieten. Das stimmt einfach nicht. Das sind die Grundwerte auch der jetzigen Gesellschaftsordnung, dass Korruption schlecht ist und dass eigentlich Verantwortungspolitik der höchste Wert ist, dass Politiker diesem Anspruch auch genügen sollten. Und also außer jetzt, dass man sagt, ihr könnt im Nebel sein, wenn ihr anders macht, ist es aus meiner Sicht keine mögliche Option, diese menschliche Verhaltensmotivation nicht klar und deutlich in den Blick zu richten und auch zu sagen, die ist natürlich das Beste, um dann so ein Gemeinwesen zu steuern. Das heißt, ich glaube, wir brauchen die Offenheit und höchstens noch die Möglichkeit, sich im Nebel wegzudrücken, wer nicht so ein Licht scheinen lassen will. Aber wir brauchen diese Offenheit, so zu denken und da was machen zu können. Ja, und vielleicht als Ergebnis für heute, weil ich ja immer so sage, ich bin ja immer zu diesen Popper-Frag-Talks immer bereit, auch wenn ich selbst immer wieder feststelle, ich setze nach wie vor, ich konnte jetzt zu keiner neuen Sichtweise heute kommen, als dass das Gespräch mit den Entscheidern in den Kapitänskajüten, also mit denen erst einmal zu versuchen, über die GWÖ die gesamte alternative Bewegung eventuell doch noch zu sammeln zu einer gemeinsam sind wir stark Einheit. Das mache ich. Ich spreche also mit allem, was irgendwie mit GWÖ zu tun hat, weil die ist nun mal noch bekannter als die GWÖ-GWO-Kombi. Die Frau heute hatte, die hatte am Telefon, die hatte schon gehört von der GWÖ-GWO-Kombi. Ja, aber das spricht sich erst langsam rum. Ne? Und mit den Politikern, da ist auch die GWÖ noch bekannter, aber auch verhasster. Ja? Da mit denen ins Gespräch zu kommen, ist nach wie vor mein Hauptsteckenpferd und ich sehe halt nach wie vor keinen Sinn in anderen Aktionen. Und Öffi sieht wahrscheinlich nach wie vor den Sinn darin, das Kanzleramt zu stürmen, während ich darin gar keinen Sinn sehe, weil wir eben minimal unterschiedliche Menschenbilder haben. Und jetzt ist die Frage, dass wir vielleicht hoffentlich uns irgendwann da annähern, ne? Ja, ich kann abschließend, Wechsel 2, kann abschließend in 2 Sätzen sagen, erstens, ich bin die ganze Zeit sowohl in der Wertschätzung deiner Schiene, wie auch in ergänzend dieser Wertschätzung der Schiene, die ich da beschrieben habe. Und meine Aktion mit dem Kanzleramt kann man ja als wissenschaftliches Experiment sehen. Ich gehe zu den Leuten hin und sage, ich kann nicht damit leben, dass diese Diskutierbarkeit auch über das Korruptionssystem nicht in einem ernstnehmbaren Maße möglich ist. Schafft ja diese Möglichkeit oder ich muss weiter Straftaten begehen, um dieses Thema so in den Blick zu bringen.
Und dann möchte ich, ich werde in mein Schreiben ans Kanzleramt das aufnehmen. Den Stand jetzt der Gespräche auch hier unter uns mit dem Blickpunkt, ist es möglich, das Thema Korruption oder Verantwortungsdemokratie fruchtbar in den Blick zu bringen und damit was Gutes zu erreichen? Ja, ich versuche auch noch mal so ein Schlusswort. Ich spreche die Politiker an und sage, ich will, der Weltrat will ihnen 15% mehr Wählerstimmen schenken, ein Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro jährlich, was ja für Politiker eine Bedeutung hat. Und ich will ihnen als Menschen ein besseres und ihren Kindern und Enkeln und ein viel besseres, gesünderes, längeres, glücklicheres Leben schenken. Die Frage ist, was kommt bei den Menschen besser an? Die Stürmung des Kanzleramtes, habe ich den Eindruck, kommt eher etwas schlechter an. Aber dass man zu den Leuten hingeht und sagt, wir wollen euch etwas geben, was euer Leben verbessert. 15% mehr Wählerstimmen, Wirtschaftswunder und ein besseres Privatleben mit gesünderen Enkelkindern und so weiter. Da bin ich halt der Meinung, dass das besser ankommt bei den Menschen. Und ich komme ja auch ziemlich gut an, sonst würde ich ja nie mit diesen Doktoren sprechen dürfen, ne? Wir werden sehen. Ich sage ja auch, ich schenke das erste korruptionsbefreite Büro in die demokratische Steuerungszentrale. Wie ist die Reaktion darauf? Wir werden sehen. Alles Ja. klar. Wir sind angekommen. 22:05 Uhr. Ich würde sagen, das ist dann für heute der Samstalk gewesen. Ich danke allen Mitsprechenden und den Zuschauern und würde Ja, sagen, und das war heute das zweite Experiment mit der 3er-Uhr-Situation. Mal sehen, vielleicht kriegen wir irgendwann die 4-Uhren-Situation, die 5-Uhren- und 6-Uhren-Situation, sammeln damit Erfahrung. Ich finde, auf jeden Fall ist diese Popper-Frage viel lebendiger als früher. Wir kommen etwas dichter an die Dinge ran, an die Knackpunkte ran, aber wir nähern uns nach wie vor eigentlich nicht wirklich an. Aber man wird nächsten Samstag sehen, ja, wie es weitergeht. aus meiner Sicht könnten wir uns schon als eben ergänzend mit Wertschätzung für verschiedene Vorgehensweisen sehen. Das müsste sich vielleicht noch, oder ist die Frage, ob sich das noch weiter ausprägt, dieser Eindruck auch unserer Gesprächssituation. Und wir sind jetzt nur zu dritt und ich habe heute schon das Gefühl gehabt, an manchen Stellen mit dem, ich sag mal, Dazwischenspringen, dass diese Methode, das können wir ja auch mal einfach einüben dann. Es würde eine feinere Art sein, der Übergänge in meinen Augen, wenn wir wirklich die Hand einfach heben und der Redner kann dann eben sagen, okay, jetzt habe ich meinen Satz noch fertig gesagt und jetzt gebe ich dann an den Einspruch oder die Ergänzung ab. Aber das sind die technischen Sachen. Wir werden eh technisch uns noch weiterentwickeln. Da sind wir bestimmt noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Ja, aber ich danke euch, ne, und ich freue mich darauf, mit euch die Dinge weiterzuentwickeln. Ja, und vielleicht letzter Gedanke noch, dass wir eben uns klar sind, noch sind wir alle gespalten in unterschiedliche winzige Splitter und wir sind weit davon entfernt, gemeinsam stark zu sein und dann gemeinsam wirklich mit den Leuten in der Kapitänskajüte wirklich auf eine gemeinsame Lösung für die Welt und die Menschheit zu kommen. Da sind wir noch sehr weit entfernt, leider. Tun wir, was wir können, damit wir zu dieser gemeinsamen kraftvollen Strategie hinfinden. Alles klar, ich bedanke mich bei Jo. allen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Samstag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.